So, und damit willkommen zurück zu Spore, quasi. Unser Tutorial sagte, wir sollen jetzt anfangen, eine Stadt zu designen. Und damit fangen wir doch am besten mal an. Diese Registerkarten helfen dir bei der Bedienung des Stadtplaners. Kaufe Fahrzeuge, Gebäude oder öffentliche Objekte. Erstelle eine Hymne, rüste deine Bürger aus. Fahrzeuge, Dekoration. Ich glaube, wir brauchen erstmal Gebäude. Entwirf ein Haus. Stadtbevölkerung. Okay. Und was ist das? Fabrik? Geschütz. Wie viel haben wir denn? 3500. Ja, dann machen wir erstmal ein Haus. Yay, wir entwerfen Häuser. Wir haben das als... Oder? Was hatten wir als... Egal. Blasevase. Hört sich lustig an. Aber ich nehme lieber den Hexenkessel. So, was brauchen wir dazu? Dach. Ja, das Bärendach hört sich doch lustig an auf dem Hexenkessel. So, Schornstein, oder? Nee, Verknüpfung. Verknüpfikus. Piazza della Spora. Und Portikus. Portikus hört sich lustig an. Aber ich weiß nicht... Ah, hier sieht man, wo vorne ist. Wobei der Anbinder sieht blumig aus. Ich nehme lieber den Anbinder. Haben die Gebäude auch irgendwie... Nee, haben keine Werte. Alles nur... Ja, Gebäude. So, wir brauchen auf jeden Fall einen vernünftigen Eingang. Keine Rettungsluke. Ich finde, das Hornportal passt. Aber das ist noch viel besser. Na, ruhig groß. Dann Fenster. Reißzahnluke passt schon. Eine hier. Eine hier. Wenn ich aus dem Tutorial rauskomme, also ne, wenn ich bald mal demnächst nicht mehr gesagt bekomme, was ich als nächstes tun soll, dann werde ich das natürlich auch alles einfärben und bunt machen. Aber jetzt so erstmal lasse ich das, damit ich nicht den ganzen Tag im Baumodus verbaue. Deckenfluter, Lichtkugel, das hört sich cool an. Damit ist das kein Bärenhaus mehr, sondern ein Leuchtbärenhaus. Kann ich jetzt auch nicht lassen. So. Wunschbrunnen darf hier auch noch hin. Und neben die Häuser muss natürlich eine Schattenbox. Warum auch immer sie so heißt. So, was bist du? Ein Steinwall? Ja, kann unter die Fenster. Ja. Das sieht doch mal nett aus. Portal, Eingang. Reicht mir so. Was bist du? Details. Tyranneikanzel brauchen wir nicht.
schwitzen. Tränenförmig. Nö, mir reicht das so. Partyspaß. Das wäre jetzt natürlich was, aber... Reicht mir auch so. Und das macht jetzt neue Bewohner. Design ein neues Unterhaltungsgebäude. Erhöhe deine Zufriedenheit. Und eine neue Fabrik. Fabrik brauchen wir für Einkommen. Einkommen wäre cool. Ja, ein Fabrikgebäude besteht für mich immer gerne aus zwei Abschnitten. Einem großen Produktionsgebäude. Plotz. Und einem kleinen Lager. Hier. Eigentlich bin ich gegen diese Dächer hier, weil die sind immer schwach gegen Wind von einer Seite. Nehmen wir dieses. Und das bietet sich dann natürlich auch hier unten drauf an. So. Dildo. Verbindung brauchen wir nicht. Ein geschlossener Komplex, so. Aber die Schiebetüren sind auf jeden Fall passend. Ja, wir haben keinen größeren Eingang im eingangmäßigen Stil. Baumfestung. Biofenster, Balkeneingang. Ich möchte eigentlich schon was mit Zugtür haben. Haltungsschleuse. Sci-Fi-Tür. Ah, machen wir fürs... Hier kommen ja Arbeiter reingelaufen. Machen wir hier eine Doppeltür. Und auf der Rückseite ein paar kleine. Voll. Ja, Grundportal passt. Wobei ist auch ziemlich groß. Balkeneingang passt. Ich will den Balkeneingang. Davon zwei Stück. So. Fenster brauchen wir auch nicht viele. Brauchen wir auch große. Hier eins und in der oberen Etage. So. Destillator. Ist auf jeden Fall gut. Handwerkermühle. Niedlich. El Quixote. Spannungsstation. Metallzwirbler. Edelfächer. K-
Kohleventil. Nee, eigentlich müssten wir davon noch einen so. Kommen sich nur ein bisschen ins Gehege, ne? Sehr gut. Reifenrüttler. Habe ich vielleicht noch irgendwelche... Ah, das ist gut. Nein, ich will das da anpappen. Du bist nicht zum Ankleben geeignet. Das ist doof. Halt ein Zylinder. Ah, nee, geht nicht. Ah. Den brauchen wir nicht. Gucken wir mal kurz in Hausbauteile. Röhrenhütte. Nein, Dachform. Ja, ich glaube, wir machen das mit dem Zuckerhut. Oder noch besser mit dem... Ja, nennen wir es, wie wir wollen. Es sieht so falsch aus. Es sieht so unglaublich falsch aus. Ja, damit kann ich leben. So. Da kann ich jetzt nämlich auch meine Deko dran anbringen. Also bei dem anderen wäre ja Wind niemals lang gerauscht. Die Handwerkermühle soll nach vorne. Genau. Die Luft betrieben zur Seite. Da, fertig. Die Pfannenfabrik. Sind da Bindungsstücken? Egal, wir sind erstmal fertig. Fahrzeuge können wir uns nicht mehr leisten. Öffentliche Objekte sind rein dekorativ. Das hört sich cool an. Okay, bleiben wir dabei. Autoplay, neue Hymne erstellen.
Oh mein Gott. Ja. So, und das. Fertig. Bürgeroutfit. Mal gucken. Vielleicht können wir ja da irgendwas tun, was unsere Bürger fröhlich macht. Nein. Oh, das ist ja niedlich. Rucksäcke sind so richtig. Lederrücken. Ich finde, die Rucksäcke passen so. Was wir jetzt hier ändern können, wäre... Aber wir sind bei Rucksäcke, ne? Brust, Schultern, Symbol, Detail. Ja, komm. Tunika der Tugend. So. Schultern habt ihr schon. Da ist nichts Niedliches bei. Symbole braucht ihr nicht. Und Iri-Medaillon, Metallmünze, Bolzen, Doppelrolle. Schleifchen. Nee, danke, reicht. Entwerfen. Entwirf eine zufriedene Stadt. Ja, das würde ich gerne tun, wenn ich denn die Möglichkeit hätte. Aber erstmal muss ich doch sagen, habe ich kein Geld. Und? Der Part ist zu Ende. Das heißt, während unser kleines Turf-Turf loseiert und... Was ist denn hier unten? Stellung halten, aggressiv. Ja. Während das loseiert und uns schon mal neue Ressourcen holt, sehen wir uns in der nächsten Folge wieder, wenn ich da ein Unterhaltungsgebäude baue. Und... Scharlachrotdorf. Okay. Ja, dann werden wir uns sicher auch demnächst mit hier... Genau. Allen beschäftigen können. Insofern, danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!